Wir sitzen hier im Seelsorgeamt Passau, im Büro des Seelsorgeamtsleiters der Stadt Passau, Herrn Dr. Bauernfeind. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Flügelberger. Zur ersten Frage. Es gibt zwei unverrückbare Wahrheiten. Alles ist im steten Wandel und wir werden alle sterben. Die zweite allerdings erzeugt bei den meisten Menschen große Ängste. Denn es ist ein Schritt ins Unbekannte. Ist das Leben dann zu Ende oder erlebt die Seele einen Übergang ins andere Sein? Welche Antwort hat darauf der Seelsorgeamtsleiter des Bistums Passau? Der Seelsorgeamtsleiter ist ein Mensch, ein Christ und Priester der katholischen Kirche. Und ich antworte darauf, dass ich Verständnis dafür habe, wenn Menschen Angst vor dem Tod und vor dem Sterben haben. Übrigens auch Angst vor dem Wandel, aber natürlich noch mehr vor Tod und Sterben. Und für mich ist es wichtig geworden, wie gehe ich mit dieser Frage selbst um? Wie gehe ich mit meinen eigenen Ängsten damit um? Und meine Antwort heißt Jesus Christus. Er ist aus dem Tod auferstanden und lebt. Und mit ihm verbunden zu sein, bedeutet für mich auch in der Auferstehung und im ewigen Leben eins zu sein. Und insofern relativiert sich die Angst, aber sie ist natürlich virulent da. Ich bin ja ein Mensch. Zur zweiten Frage. Wir haben ein Europa ohne Grenzen, ein Internet ohne Grenzen. Die Welt ist transparent geworden. Doch was passiert eigentlich an der geheimnisvollen Grenze zwischen Leben und Sterben? Was also erwartet Katholiken nach dem Tod? Wir reden hier von Bereichen, in die wir eigentlich keinen Einblick haben. Wir hören manchmal von Nahtoderlebnissen, aber es sind eben Nahtoderlebnisse und keine Todeserlebnisse. Und für mich bleibt die Antwort des Glaubens und das, was in der Heiligen Schrift steht, von Bedeutung. Ich erfahre im Tod eine Begegnung. Es ist die Begegnung mit Jesus Christus, dem Auferstandenen, der sagt, komm, komm mit mir, ich kenne dich und du kennst mich. Ich führe dich hinein in die Gemeinschaft mit meinem Vater und dem Heiligen Geist in das ewige Leben. Da möchte ich gerne noch etwas tiefer gehen, denn das wirft für mich auch die Frage auf, ob in der Ewigkeit über einen Menschen persönlich Gericht gehalten wird. Kommen die Guten in den Himmel, die Bösen in die Hölle oder wie ist es mit meinen Sünden? Wird mir meine Schuld vergeben? Die Erfahrung, dass mir Schuld vergeben wird, machen wir ja schon mitten im Leben. Das geschieht zwischen Menschen, aber es geschieht auch im Sakrament der Versöhnung, in der Begegnung mit Gott, dass mir Schuld vergeben wird. Aber was passiert mit meinem Leben? Welche Bedeutung hat mein Leben? Ich glaube, dass es für uns Christen wichtig ist, uns immer wieder vor Augen zu halten, dass wir uns das Leben nicht selbst geschenkt und gegeben haben. Es ist Geschenk und es ist damit auch eine Herausforderung an uns, so zu leben, dass es dem Willen Gottes entspricht. Und dieser Wille Gottes bedeutet eigentlich im Letzten immer Liebe. Zuwendung und Liebe zu allen Geschöpfen, zu seiner Schöpfung und vor allem zu den Menschen. Und da werde ich mich immer wieder prüfen und fragen müssen, lebe ich entsprechend dieser Liebe Gottes? Wird es durch mich deutlich und sichtbar? Erfahren das andere? Wo bleibe ich hinter dieser Liebe zurück? Und insofern sehe ich das Gericht darin, dass ich vor Gottes Angesicht in der Ewigkeit mich selber noch einmal prüfen werde, wie habe ich gelebt, Gott, in deinem Willen, in deiner Liebe. Und das einzusehen, könnte möglicherweise auch schmerzhaft sein, zu sagen, ich habe es nicht getan, ich habe nicht in deiner Liebe immer gelebt. Aber es kann aber auch großartig sein, die Erfahrung, dass Gott sagt, ich liebe dich, ich vergebe dir, ich will, dass du mit mir verbunden bist, willst du das? Und dass das vielleicht eine letzte Antwort sein kann. Aber die Antwort kann auch sein, nein. Und insofern hat das Gericht schon eine Bedeutung für unser Leben und es hat eine Bedeutung auch in unserer Beziehung zu Gott in Ewigkeit. Das Christentum hat ja für uns eine tröstende Botschaft.
eben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Also stellt sich für mich die Frage, was mit Sinn, also der Geburt, beginnt, kann doch nicht mit Unsinn im Tod enden. Können wir uns beim Leben nach dem Tod eigentlich wirklich sicher sein? Die Frage ist gut, gell? Gibt es letzte Sicherheit? Ich denke, wenn ich mein Leben betrachte und es von mir her begründen möchte, wird der Sinn dieses Lebens sehr brüchig sein. Wenn ich aber dieses Leben als ein Geschenk von Gott her betrachte, der mich so sehr liebt, dass er sogar Mensch wird für mich, dass Jesus für mich bis zum Tod am Kreuz geht, damit ich wirklich erfahre, wie sehr Gott mich, uns alle liebt, wie sehr er sich uns zuwendet und wie wichtig es ihm ist, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Dann spüre ich und nehme ich von innen her wahr, mein Leben hat Sinn. Und wenn Gott so viel für mich und für uns Menschen alle tut, dann ist dieser Sinn bis ins ewige Leben gegeben. Also, ich bin mir von Gott her sicher, dass es ewiges Leben gibt. Aus mir heraus und von mir allein her nicht. Okay. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. So lautet eine der zentralen Glaubensaussagen im Johannesevangelium. Nicht sehen und doch glauben. Wie geht das? Das ist ja überhaupt die Grundfrage für die Christen von Anfang an. Wenn wir die Heilige Schrift genau anschauen, da entdecken wir, nach Ostern können die Menschen Jesus sehen und erkennen, die schon zu seinen Lebzeiten mit ihm verbunden waren und sozusagen an ihn geglaubt haben. Aber für die meisten Christen ist die Erfahrung, dieser Jesus, irgendwie spüre ich, dass er lebt, aber ich kann ihn nicht sehen. Und im Emmaus-Evangelium ist diese Erfahrung ganz dicht zum Ausdruck gebracht worden, zweifach. Da gehen die Emmaus-Jünger nach Hause und sie reden mit jemandem, den sie nicht erkennen. Und im Rückblick merken sie, da hat uns das Herz gebrannt, als wir mit diesem gesprochen haben. Und es ist der auferstandene Herr. Sie haben ihn nicht gesehen, aber wohl erkannt und gespürt. Und dann sind sie zu Hause bei sich selbst. Sie wollen sozusagen Abendessen. Und Jesus nimmt das Brot und er bricht es, wie es beim letzten Abendmahl getan hat. Er bricht dieses Brot. Es ist das Brotbrechen, die Feier der Eucharistie. Sie sehen ihn und dann ist er ihren Augen entschwunden. Das heißt, Jesus wahrzunehmen und an ihn zu glauben, gewinnt eine neue Dimension. Ich kann an ihn glauben, weil ich Zeichen nachvollziehe und wenn ich diese sehe, erkenne ich, dass Jesus da ist. Also, ich sehe ihn, aber er ist meinen Augen entschwunden. Ich kann an ihn glauben. Und eine Frage, die ich mir selber sehr genau gestellt habe, wie ist diese klassische Vorstellung von Himmel und Hölle? Was sagen Sie da dazu? Das sind natürlich Bilder, die sehr irdisch sind. Gell? Ja. Mit Himmel stellen wir uns ja alles Tolle vor, gell? Das Paradies, gell? Den schönen Strand und das Meer, das dort am Strand an das Ufer rauscht. Für mich ist der Himmel die Gemeinschaft mit Gott, in der ich in einer unendlich erfüllten Weise lebe, wo alle Sorge, alle Not weg sind, wo ich erfüllt und mit Frieden lebe, ja, mit Freude. Hölle ist für mich der Zustand, die Liebe Gottes, die mir geschenkt ist, nicht anzunehmen. Aus eigenem Inneren heraus zu sagen, Gott, ich will mit dir nichts zu tun haben. Insofern beginnt diese Hölle schon mitten bei uns im Leben. Wir sagen ja, wir Menschen, wir machen uns gegenseitig das Leben zur Hölle, weil wir die Liebe einander uns nicht zusprechen, uns nicht geben. Hölle heißt also für mich von Gott getrennt sein. Ich glaube nicht, dass Gott jemanden in die Hölle wirft. Es gibt einen berühmten Theologen, der heißt Hans Urs von Balthasar, der hat gesagt, es könnte auch sein, dass die Hölle leer ist. Und warum sagt er das? Weil er von der Liebe Gottes zu allen Menschen ausgeht. Und der Mensch hat die Freiheit, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Und da dazwischen gibt es ja auch noch
das sogenannte Fegefeuer, von dem wir reden, was ja eigentlich eine Fehlübersetzung ist, denn das Purgatorium ist eigentlich ein Reinigungsort, ein Ort, an dem meine Beziehung zu Gott sich ordnet, in der diese Beziehung rein wird, in der nichts mehr dazwischen ist, was mich von Gott trennen könnte. Purgatorium. Der kluge Niederbayer sagt, wenn ich das Fegefeuer erwischt habe, dann wird es recht. Und eine Frage, die ich mir noch gestellt habe, was macht sie jetzt genau so sicher, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass man sich in irgendeiner Weise wieder trifft? Zunächst einmal glaube ich an das Leben nach dem Tod, weil Jesus Christus der ist, der mich ruft, mit ihm zu leben, jetzt und in Ewigkeit. Und er, der auferstanden ist, nimmt auch mich hinein in diese Auferstehung, in diese Ewigkeit, in das Leben. Das ist für mich eine tröstende Grundbotschaft, die mein ganzes Leben prägt und einen gewissen Grundoptimismus mitgibt. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch noch sagen, Jesus unterhält sich einmal mit einer religiösen Gruppe im Evangelium, nämlich mit den sogenannten Sadduzäern. Die Sadduzäer waren eine religiöse Gruppe, die mit der Auferstehung nicht so viel haben anfangen können. Und die stellen Jesus eine provokative Frage. Sie sagen, Jesus, das stell dir mal vor, da ist eine Frau, die ist mit einem Mann verheiratet, der hat 7 Brüder. Der Mann stirbt. Und jetzt nimmt sie der nächstjüngere Bruder zur Frau. Er heiratet sie und der stirbt. Und jetzt sterben alle Brüder. Und am Ende bleibt sie übrig, alleine. Mhm. Wer wird bei der Auferstehung der Toten dann ihr Mann sein? Und Jesus, glaubt, da wäre gelächelt haben, wäre gesagt haben, so wie ihr das denkt, in dieser irdischen, konkreten Form, das ist zu eng zugespitzt, wie ihr euch das denkt. Es gibt eine neue Gemeinschaft mit Gott im Himmel. Und in dieser Gemeinschaft werden alle Menschen in Glück und in Frieden miteinander sein. Und es wird auch die Verstorbenen in neuer Weise miteinander verbinden. Die Probleme, die es ihr jetzt aufzeigt, wird es da nicht mehr geben. Dann, Herr Dr. Bauernfeind, ich bedanke mich sehr für das Interview. Gerne geschehen. Danke.